Servus und habe dir willkommen. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe in der Nacht noch einiges geschafft. Ich bin im neuen Häuschen. Ich habe einen fetten Dachboden. Wir haben hier mehr Platz für, in dem Fall für zwei Leute. Es ist Steinhäuschen und tada, wir haben Frühling. Der Frühling des fünften Jahres. Wir müssen Steuern zahlen und ich habe euch was zu beichten. Erstens mal herzlichen Dank, Ilona. Ich werde auf jeden Fall Feuerholz produzieren müssen, tun, werden. Sonst sind meine Sticks irgendwann gänzlich verbraucht, genauso wie das Rundholz. Aber was viel wichtiger ist, bin ja gnadenlos pleite. Seht ihr das? Ui, das ist nichts mehr. Okay, aber nichtsdestoweniger, wir haben ja ein bisschen was im Lager und können ein wenig was bauen. Denn ein bisschen was sollte man dann doch schaffen. So, gut. Aber zuerst wichtige Dinge. Ich bin nämlich darauf hingewiesen worden, schon vor dem Winter, dass ich meine Feuerholzproduktion doch mal bitte angucken soll. So, Gewinnung. Da sind wir daheim. Und wenn wir da ehrlich sind, da ist überhaupt nichts mit Feuerholz. So. Passt auf und 10% gehen wir hier hin. Na, noch ein bisschen weniger. 50%, 20%, 30% Brennholz. Genau. Dann haben wir da eigentlich alles, was wir brauchen. Gut. Dann haben wir die Jagdhütte, die ist beschädigt. Die müssen wir uns kurz angucken. Die ist ja gleich hier drüben. Theoretisch. Da ist sie. Da haben wir einen defekten. Was fehlt denn da? Wir gucken mal. Jagdhütte. Ach, hier. Habe ich noch Sticks einpacken? Ne, habe ich nicht. Drei Stück, die kriegen wir hin. Eins. Zwei. Und drei. Hier. Sehr schön. Dann ist die nämlich auch wieder repariert. Man kann die nämlich auch wieder machen und tun. So. Dann. Ab durch die Mitte. Ich möchte ein paar Dinge fertig machen. Einmal müssen wir Steuern zahlen. Dazu müssen wir zum Unigostel. Andererseits habe ich ja hier einen Haufen Felder. 1, 2, 3. 4, 5, 6 Stück. 6 Stück sind 300 Samen für den Lachs. Ich brauche aber noch was anderes. Und zwar Hafer und Roggen. Der Roggen ist hier, der dürfte geerntet werden, aber das ist immer viel zu wenig, weil die Tiere so viel wegfressen. Und somit müssen wir gucken, dass wir hier noch ein Roggenfeld anlegen. Das heißt, wenn das hier fertig ist, hauen wir das weg und machen, hoppala, und machen hier ein neues rein. Ich muss die Axt wegpacken. Hier haben wir ein neues rein und dahinter gleich nochmal eins. Dazu müssten wir aber das erste Feld, das hier, das ist jetzt erntereif, wenn wir das zurücksetzen. Können wir das zurücksetzen? Oder muss ich das jetzt immer das rocken? Nee. Hä? Pflanzart zuweisen, zurücksetzen, jetzt. Jetzt. Okay, gut. Dann hätten wir das. Dann können die das jetzt abbauen. Dann schauen wir mal kurz. Die sind gedüngt, 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 gedüngt. Gedüngt und gedüngt. Nur dieses Feld hier ist noch nicht fertig. Das kriegen sie aber auf jeden Fall hin. Dünger sollte ja noch da sein. Da habe ich auch einen Tipp gekriegt. Herzlichen Dank nochmal. Dünger gucken. Guck doch mal, ob deine Leute Dünger machen. Dünger, Dünger, Dünger. Zack. Im Management. Hier in der Scheune. Wir gucken mal. Wir haben keine Ressourcen im Verdorbenen. Ich denke, dass wir da alles aufgearbeitet haben. Aber danke für den Tipp. Ich gucke regelmäßig jetzt danach. Was ich nämlich glaube, ist Folgendes. Ich habe nämlich dieses Verdorbene noch falsch eingelagert. Und deswegen arbeiten die da nicht dran. Das könnte nämlich noch sein.
dass ich das Verdorbene hier rein habe. Das traue ich mir nämlich zu. Da ist noch Dung, da ist noch Dünger und da ist noch Verdorbenes. Seht ihr das? Es wird nicht abgearbeitet, weil im falschen... Oh, 120 Kilo. Ach, ich schaffe mal leicht. Sogar viel leicht. Nee, nehmen wir mal die Hälfte. Hä? 60 Kilo sind wir gnadenlos überladen. Ich bringe jetzt das einfach mal hier rüber in die Scheune. Da wird es auf jeden Fall verarbeitet. Da liegt nämlich das Problem. Man sollte dann doch irgendwie die Dinge dann da einlagern, wo sie auch hingehören. Das kam vom Umbau. Vom Umbau, genau. Hier, so, das Verdorbene. Nummer 1. Stopp, wir gucken nochmal ganz kurz nach. Bauen die denn wirklich nur Dünger? Dünger, Dünger, Dünger und Mohnsamen. Das können wir eigentlich runterdrehen. Und Roggen, glaube ich, dürfte dann auch... Da kommt jetzt dann bald so. Dann huschen wir da mal rüber, bringen doch das Verdorbene darüber. Dann würde ich sagen, schauen wir bei unserer Angebeteten vorbei. Und wir nehmen das Leingewebe komplett mit. Leinfaden nicht, da sind noch 10 da. Nein, das Leingewebe nehmen wir auch nicht komplett mit, weil die Gutste will ja auf jeden Fall, bis der Flachs fertig ist, noch Strohhüte machen. So, gnadenlos überladen, aber nur um 10 Kilo. Und jetzt packen wir nochmal 600 Stroh drauf. Hä? Ach, wir kommen nochmal vorbei. Ah ja, genau, wir kommen nochmal vorbei, dann brauchen wir hier uns nicht überladen. Ah gut, wenn wir so und so überladen, eigentlich egal. Aber gut, ja, unsere Allee fängt an zu wachsen. Die werden wir dann nochmal erweitern. Und das große Ziel fürs Jahr 5, ein Hotte Hü. AKA Pferd. Das wäre so der Plan. Dazu brauchen wir aber, soweit ich weiß, 10.000 Öcken. So ein Hotte Hü ist teuer. Richtig teuer. Also richtig, richtig teuer. Und ein Stall. Den müssen wir auch noch freischalten. Also es ist noch ein bisschen was zu tun. Aber das sollte kein Problem sein. Wir nehmen jetzt da den... Nur mit Hut fährt der Fuchs gut. Oh, wir haben noch einen Haufen Federn. Das Roggenkorn. Das muss ich auch anders einlagern. Leingewebe haben wir gesagt, nehmen wir mal 60 mit. Ach, obwohl. 67, ha? 67, genau. 67, dann holen wir uns noch Stroh. Juhu, Stroh. Warum liegt da Stroh? 600. Sehr schön. Die Holzlöffel nehmen wir mit zum Verhökern. Den Stein lassen wir da. Sicheln, Sicheln. Leder haben wir auch schon wieder so viel. Okay. Dann würde ich sagen, Ast rein. Wir bauen uns jetzt ein paar Dinge. Erstens mal flirten wir mit unserer Holden. Mal schauen, ob die nicht bei uns einzieht. Das wäre natürlich auch cool. Bernadetta. Na du? Wie schaut's aus? Wie geht's dir? Chance 80%. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Wenn du etwas brauchst... Oh, sehr gut. Ich möchte dir etwas sagen. Was für ein Kleid. Das Kleid war immer gut. Sehr gut, wir sind bei 100%. Ich könnte... Könnte? Nein! Ich kann es erst... Ach, verdammt. Okay, Bernadetta. Wir müssen gucken, wir sind jetzt bei 100%. Du arbeitest hier schön weiter. Ich mache mal schnell ein paar Hüte. Sehr schön. Das heißt, wir könnten wirklich die Bernadetta heiraten. Dazu brauchen wir aber dann niemanden in unserer Scheune, der uns aushilft. Hm. Das wird nicht so einfach. Machen wir uns dann noch ein paar Steinpfeile. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Stöcke sammeln müssen, weil durch dieses leichte, verpeilte vom Fuchs ist es dazu gekommen, dass wir ganze Baumstämme verheizt haben im Winter. Hm. Ich sag nochmal herzlichen Dank für den Tipp. Der war echt gut. Und ich denke mir mal, meine Herren, was hauen denn die so durch? Aber ja, jetzt ist es klar. Wenn sie kein Brennholz haben, nehmen sie den Rest. Gut, dass sie keine Löffel verbrannt haben oder Schalen oder...
zuzutrauen wäre es ihnen. Genau, so. Dann verhökern wir mal. Ich habe auch mal so im Augenwinkel gesehen, wir haben irgendwas mit 2500 Taler an Steuern zu zahlen. Also es ist echt übel. Aber Unigostel, ich habe deine Pulver. So, jetzt haben wir es gleich fertig. Dann gehen wir noch schnell die Pfeilchen machen. Und dann geht es auch schon ab Richtung Gostovia. Und ich hätte noch gern für unseren Bauernhof noch jemanden. Oder eben unsere Bäuerin, die ja früher Bäuerin war, wieder eingesetzt als anstatt Sammler oder Jäger in unserem... Naja, wir nehmen mal Stöcke mit. Irgendwie habe ich nämlich das Gefühl, Stöcke waren auch schon da nicht drin. Und ich glaube, ich habe oben auch keine mehr drin. Wenn es wirklich ist, dann muss ich da mal schnell schauen. Haben wir hier noch Stöcke? 82. Och, das ist doch gut. Federn haben wir auch noch ein paar. Steine haben wir auch noch ein paar. Wir sind gnadenlos überladen. Oh Gott, und Herr. Na komm. Mein Gutster. Ah ja, 10 Stück. Sehr schön. Das ist die Frage nur, wenn ich denn dann noch jemanden hole für unseren Feldbedarf, dann glaube ich, sind nur die Stöcke aus, gell? Dann müssen wir mal gucken. Habe ich denn noch meine Winterklamotten an? Nö, die habe ich schon. Ah, aber den hier könnte ich mal anziehen. Die habe ich schon vorsorglich rausgeworfen. Genau, ich habe keine Stöcke mehr. Ich habe einfach keine Stöcke mehr. Oder? Genau, ich habe einfach keine Stöcke mehr. Dann gehen wir mal schnell Stöcke suchen, denn ich möchte noch ein paar mehr Pfeile abgeben. Hier, da, komm her. Einfach noch ein paar mehr Stöcke raushauen da. Da ist noch ein Stein. Ah ja, sehr schön. Komm zu Papa, du Stock. Also wenn das Mittelalter aus Stöcke sammeln bestanden hätte, dann wäre ich der größte Stocksammler überhaupt geworden. Aber Gott sei Dank ist es ja nicht so. Jo, 42. Komm, hauen wir noch ein paar raus. So, da la. Da noch vor und dann auch wieder rumdrehen und dann gehen wir wieder zurück. Sammeln alles noch ein. Oh, da ist noch einer. Komm her. Bin ich gnadenlos wieder, gnadenlos überladen. Naja, im Special sieht man ja auch ganz gut, wie sowas abläuft in der Nacht, wenn ich da einsammle. Die E-Taste ist mittlerweile durchgearbeitet. Medieval Dynasty sei Dank. Brauche ich eine neue Tastatur? Nee, Mann, so schlimm ist es noch nicht. Ich habe eine gute. Ich habe so eine uralte Cherry. Also nicht großartig Gaming, Ultra, Nerd, sondern so eine uralte, gute, fast mit Schreibmaschinenanschlag Tastatur. So. Also, mein Schmied, rutsch mal am Pfund. Jetzt kommt der, der mit den Pfeilen tanzt. Zack. So, nochmal 10, jawohl. Sehr schön. Dann lassen wir den Rest weg. Das sind dann 200 Pfeile, die wir hier verhökern können. Dann gehen wir zum Unigostel und schauen wir mal, was der so alles hat wegen seinen Steuern. Ich hoffe, wir können dann zahlen. Aber nochmal schon, solange die jetzt nicht pleite sind, da oben. So, dann der Stock raus, das Stroh. Keine Ahnung, warum ich dieses... Halt, stopp, die Löffel nehmen wir mit. Den können wir auch mal einstellen. Der soll lieber, anstatt Löffel, soll der... Die wollte ich herkauen. Soll der hergehen und Ding machen. Genau, das können wir gleich umstellen. So, im Handwerk... In der Werkstatt, der Zückbert
Der Bazzi. So, Löffel. Wir brauchen keine Löffel mehr. Wir brauchen auch keine Schalen mehr. Wir brauchen auch keine Eimer. Wir brauchen eigentlich nichts. Warum bist du eigentlich da? Genau, wegen den Schalen. Komm, mach mal 20. Wir haben eigentlich auch noch viel zu viel Schalen. Ein Eimer wäre cool. Bei Bretter. Okay. Leder und Stock. Holzbecher. Dekorationsgegenstand. Nee. Komm, lass gut sein. So. Jetzt. Auf. Hier ist noch ein Brett. Die lassen wir da liegen. Meine Kerne oder meine Roggensamen werde ich jetzt nach unten reinbunkern. Genau. Und dann soll es dann das auch schon gewesen sein. Dann gehen wir ab zum Unigostel, dem Bazzi. So, wir sehen uns gleich drüben in Gostovia. Bis gleich. Gostovia, habe dere. Wo ist denn mein Unigostel? Na, wo hat er sich denn versteckt, der Bazzi? Jo, da ist er mal ein bisschen aus, da wieder regenerieren und dann schauen wir uns da die Leido. Oh, Albert. Naja, ist jetzt nicht wirklich was dabei, gell? Außer der Albert. Albert, wie schaut's aus? Erst einen Moment Zeit. Der ist Naturforscher. Ich bin in die Jagd eingestiegen. Komm, plus 5, jawohl. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Plus 0. Okay, das geht nicht. Feldarbeit, na. Plus 2. Komm, schönes Wetter. Plus 5. Jawohl. 82, den können wir mitnehmen. Albert, ich glaube, ja, ich schaffe eine neue Siedlung. Haben wir überhaupt noch Platz? Warte mal. Haben wir überhaupt noch Platz? Ich muss mal nachschauen. Wie schaut es denn aus? In welches Häuschen stecken wir dich denn? Da ist ein einfaches Häuschen. Da, das ist oben am Hang. Genau, das sind jetzt diese vier Häuschen für die von... Ah, hier stecke ich dich rein. Du wirst jetzt dann näher. Und die... Weißt du was? Wir stecken dich da rein. Wir stecken dich da rein. Da kommst du rein. Genau. Da rein. Und jetzt pass mal auf, du bist ja Jäger. Jetzt pass mal auf, wen habe ich vom Jäger? Da, Holzfäller. Der, genau, hier. Dich, glaube ich, habe ich als Sammler misshandelt. Dich habe ich, genau, du warst früher Sammler. Und bist jetzt Holzfäller, Igor. Und das müssen wir wieder ändern. Oder? Ziemlich sicher. Weil ich habe sonst keinen anderen. Genau. Pass mal auf. Igor. Holzschuppen ist zwar... Oh, warte mal. Escape. Na, passt. Genau. Ist zwar schön, aber du gehst mir jetzt wieder in die Jagdhütte und du machst mir einen Sammler. Sehr schön. Gut. Und den Albert, ich. Oh, halt, stopp. Nicht hauen. Ich will nicht bügeln. Ich mache Siedlung so. Albert, heute Spaßbrett. Komm her. Du bist heimatlos. Haben wir gleich in das Häuschen hier. Und du kriegst einen coolen Arbeitsplatz. Und zwar den Holzschuppen. Du wirst unser zweiter Holzfäller. Sehr schön. Hopp. Dann ist das erledigt. Jetzt müssen wir nur schnell in den Jagdschuppen reinschauen. Jagd, damals in die Jägerhütte, weil ich nicht weiß, ob mir dort Pilze, ja, Pilze einen Arbeit, Federn, Fleisch, Leder, der kann immer das ganze Jahr dahin arbeiten und den hier müssen wir mal anpassen, aber immer Frühling, Pilze sind gut, die können wir auch so lassen und die Bären pausieren ja momentan, wobei wir die Bären auch sammeln könnten, wenn wir wollten. Wir machen da einen Mix, weil die Beeren kann ich dann wieder zu verdorbenen, zu Dünger machen. Das heißt, hier machen wir 40%, hier machen wir 40%, 45,
45%. Läuft. Genau. Sehr schön. Gut. So, und jetzt müssen wir Zeit verkaufen. Ja, Unigostel. Hat Spaß. Bleib du da, gell? Ich muss noch Steuern zahlen. So, dala. Jetzt pass auf. Ich hab für dich. Ich hab für dich. Ohne Ende habe ich für dich. Stöcke habe ich jetzt übrigens wieder eingesammelt. Jetzt kriegst du erst einmal Löffel. Jetzt haben wir zumindest schon mal wieder 100. Oh, wie viel habe ich denn in... ach, jetzt verkaufen wir erst einmal. Du bist sowieso gleich pleite, die 1600, die kennen wir schon. Die Steinpfeile, da kriegst du mal schnell 200, weil ich es kann. Um den Dreh rum, da schon her, 700. Und dann kriegst du Strohhut. Nur mit Strohhut fertig. Gut, so. Oder der Fuchs. Wie viel muss ich denn zahlen? 2.500 Euro Steuerschulden. Da das Finanzamt sagen, ey, was einmal beobachtet? So nicht, mein Freund. Warte mal, wo ist denn das Inventar? 1700 erst. Uiuiuiui, das wird echt knapp. Wo haben wir denn unsere alten Händler? Unigostli Kugel, ganz ruhig bleiben, deine Steuern kriegst du schon. Ausgezeichnet, da ist er. So bei mir. Ära. So. Du kannst auf jeden Fall große Strohhüte brauchen und Leinengewebe, hä? Oh, jetzt ist der pleite. Und ich kann, doch, ich kann zahlen. Ich kann zahlen, aber wir haben hier 27 Leinengewebe noch. Wisst ihr, was wir machen? Ich werde gehen auf Wiedersehen. Und zwar, voll die coole Idee, wir zahlen jetzt erst einmal Steuern. Unigost, die muss Steuern zahlen. Ich kann mir nämlich nicht leisten, dass ich Dynastie-Reputation verliere. Da hinten steht er. Ja, hallo? Wer bist denn du? Bist du? Die Lamberta ist wahrscheinlich ein Unigostel, sei Tochter, oder? 25. Bäuerin. Ah, die ist verheiratet. Tut mir leid, ich bin verheiratet. Was hat die gesagt? Tut mir leid, ich suche keinen Partner. Ich habe gehört, dass Reisende... Achso. Okay. Unigost. Was ist denn los? Du scheinst diese Tage immer beschäftigt zu sein, aber beschäftigt bedeutet was Gutes. Okay. Was ist los? Ach Gott, der Lord drängt mich, die Steuern Anfang des Jahres einzutreiben. Und ich bezweifle, dass jeder genug Münzen hat. Oh, Anfang des Jahres? Das ist nicht gut. Ich habe eigentlich was anderes vor, als jetzt dort irgendwelche Steuern einzutreiben für dich, mein Gutster. Ach du, okay, wie kann ich dir helfen? Ich komme ja eigentlich gar nicht aus. Darin, Sambo zur Kasse zu bitten. Er glaubt noch immer, er sei unantastbar gesetzlos in der Akte. Ja. Ah. Gut mit dem, aber ich will keinen Mann, der so gut mit dem Langbogen umgehen kann, verärgern. Okay, ja. Wer ist der Nächste in der Liste? Carolina Nonika, Irmain Rolnika und Theobald in Lesnica. Wenn du dich um sie kümmerst, erledige ich den Rest. Betrachte es als erledigt. Ach du Schande, Paula. Aber ich glaube, wir müssen noch Steuern zahlen, gell? Hier? Okay, Steuern haben wir mal erledigt. Dankeschön, auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir so eine blöde Quest. Und zwar, hier. Carolina, Irma und Theobald. Monika, Rolnika, Lesnika. Okay. Okay. Also, das machen wir morgen. Heute habe ich keine Lust nicht. Wahrscheinlich werde ich es bitterböse bereuen. Aber ich möchte jetzt erst noch ein bisschen Geld ausgeben. Wo ist denn da der... Wo ist er denn? Da ist die Dobamira. Da ist der Alvin, gell? Oder? Nein. Ach, der Edwin, schon hier. Edwin. Oh, die Spaßbretzen. Dreh dich doch einmal um zu mir, wenn ich mit dir rede. Hallo. Edwin. Na, also geht doch. Hallo. Wir haben doch gute Freunde. Jetzt pass auf. Du kannst Leinengewebe gebrauchen. Gut. Habe ich selber vielleicht nur alle verkauft. So. Sehr schön. Top. Jetzt schauen wir mal, was wir uns noch kaufen. Und zwar... Kann ich mir noch dunkel fahren, oder habe ich noch so viel?
Oder mache ich mir noch ein oder zwei Leinsamenfelder? Rockenbrei hat die Ahnung, ja? Mhm. Oh, die Wahl der Qual. Wisst ihr was? Wir machen uns auf jeden Fall noch ein 50er Rockenfeld. So. Und ich glaube, Weizen und sowas haben wir noch alles. Wir haben jetzt noch 700. Oder mache ich doch erst den Unigost? Oder mache ich doch erst den Unigost? Ich glaube, ich mache erst einmal einen Unigost. Danke dir, auf Wiedersehen. So, genau so machen wir es. Also, wir schauen zurück in unser Dörfchen und dann gucken wir mal weiter, dass wir einen Unigost noch ein wenig abarbeiten. Es ist ja eh schon wieder viel zu spät. Schaut mal auf die Uhr. Es ist schon wieder 3 Nachmittag. Ey, Karamba. Gut, wir sehen uns gleich im Dorf. Sodala, hallo. Schaut euch das mal an. Heute fleißig und habe alles wegrasiert. Eine tolle Lichtung mit vielen Stöcken. Ganz schlimm. Sieht nicht aus, das wäre Sucht. Klar, ich bin stocksüchtig. Genau, ich habe hier ganz schick Holz. Also, wenn man sich das so anschaut, ganz schön gerodet. Ob das so gesund ist, bezweifle ich. Aber es wächst danach. Haben wir ja botanisch ganz gut unterwegs. Genau, so. Dann, ich habe ein paar Stöcke eingesammelt. Und ich kann morgen in der Früh, theoretisch, kanntet ihr, eher auf den Gurkerl aufpassen, gell, Tywald? Ich könnte ja theoretisch morgen früh meine Baldwina heiraten. Bernadetta, Baldwina. Bernadetta. Wir haben Stöcke, wir haben Steine, wir haben Federn. Ich habe mir das jetzt mal durch den Kopf gelassen mit den Steuern. Die werden sicher irgendwelche Quests haben, die man irgendwo, irgendwann, irgendwie bearbeiten muss. Und das wiederum heißt aber für mich, ich nehme jetzt halt, wenn ich dann nach Honika gehe, ich werde zu Honika, Honika, Lesnika oder Lesnika, Honika, irgendwie so da so um den Dreh rum, werde ich da abklappern. Einen nach dem anderen. Und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen. So. Schauen wir mal schnell ins Inventar. Habe ich denn noch Federn? Oh, Federn haben wir noch. Stöcke haben wir auch noch. Jetzt gehen uns die Steine aus. Ah, da kann man Abhilfe schaffen. Das geht relativ schnell. Da brauchen wir immer nur 2. Da waren auch da herum noch ganz viele, die ich jetzt nicht mitgenommen habe. Irgendwo da. Da waren doch ganz viele Steine. Da, wo ich mir dann da gedacht habe, da muss ich öfter her. Wenn die da wieder spawnen, da. Stein. Stock, Stein, Stein, Stein und noch ein Stock und noch ein Stein. Na komm. Ah ja, okay, dann nehmen wir halt die Stöcke auch noch mit. Genau. So. Nee, den kann man nicht mitnehmen. Da haben wir noch einen Stein. Sehr schön, hier haben wir auch noch Steine. Gut. Dann machen wir uns noch ein paar an einer. Ach komm, noch ein paar Stöcke einpacken. Die kann man immer brauchen. Ist ziemlich lästig, so Farming-Zeug. Aber mein Gott, hilft nicht. Steine! 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 Ah ja, okay, da haben wir einen Breitwegerich mitnehmen müssen. Genau. So, sehr gut. Jetzt machen wir uns noch ein paar Pfeile. Dann würde ich fast sagen, schauen wir noch ganz kurz hinten bei die Felder vorbei. Wenn wir da die Steine in Pfeile umgewandelt haben. So, Grutschmeipfund. So, nochmal 7. Denn ich möchte ja ganz gern noch was anlegen. Ich habe dieses eine Rockenfeld jetzt zurückgesetzt. Das werden wir dann sowieso einmal komplett machen, dass wir wirklich das so reihenweise dann weg haben. So. Ja, genau. Das ist jetzt. Ah, sehr schön. Top, die ist gerade fertig, Mann. Sebora. Bora. Bora, Bora. So. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Freut mich sehr. Dann
Machen wir den hier jetzt mal über den Haufen, weil die sind nämlich fertig. Blumsdi blums. So. Dann bauen wir halt abreißen. Das war ganz gut. Also. Wir zimmern. Wir zimmern, wir zimmern, wir zimmern uns ein Feld. Ungefähr hier. Sehr schön, oder? Genau, passt. So, 5 auf 10, 8, 9, 10 auf 5, zack, einmal. Und ich möchte hier noch ein Roggenfeld. Zack, zack, zack. Und nochmal 5 mal 10, das dürfte eigentlich hingehen. 10 mal 5, warum geht das 10 mal 5 nicht hin? Was fehlt denn da? Was ist denn da im Weg? Hindernis. Was habe ich denn da für ein Hindernis? Ach, da kann man nicht, weil das zu uneben ist, oder was? Ja, das habe ich auch noch nie gehabt. Da machen wir halt 10 mal 4, das ist ja wurscht. Das ist eigentlich egal. Das war jetzt nicht. Wisst ihr was? Nee. Den hauen wir hier weg. Wir gehen da ganz nah ran. Dann geht das schon. Das wäre doch gelacht, wenn ich das jetzt nicht hinkriege. Zack. 10 mal 5. Und et voilà. Läuft. Sehr schön, genau. Dann sind das jetzt die zwei unten und da kommt hin C, rocken, 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 rocken. Rocken, rocken, rocken. Und Feld 16 ebenfalls rocken. Genau, den Hafer, glaube ich, kann man im Frühling aussehen und rocken nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so. Oder? Genau, ich glaube schon. Das hier wird Hafer. Genau, das ist Hafer. Und Roggen geht eben nicht. Sehr schön. Aber wir schauen jetzt mal kurz. Halt, wir schauen mal kurz da rein in. Zack. In unsere Scheune. Und was sollte sich eigentlich was getan haben? Nö. Warte, stopp. Stopp. Ja, escape. Komm mit. Nicht in die Scheune. In den. Hier rein. Den Lebensmittel lagern sollte jetzt. Okay, gut. Wir haben noch 200 Leinsamen. Wir haben noch 200 Leinsamen. Roggen. Genau. Da muss mein Roggen jetzt noch mit dazu. Dann sollte das passen. Dann haben wir noch Weizen, Mohn, Leinsamen, Hafer. Und jetzt, pass auf, dann der Hafer, den werden wir dann auch verholzen. Wir werden uns noch einen Hafer und noch ein Leinsamenfeld anlegen. Also hier ist jetzt alles, ui, das ist cool, Mohn, Lachs. Das wird auch Flachs. Das wird gedüngt und wird dann hoffentlich auch Flachs. Aber die haben ja noch Zeit. Genau. Hier unten möchte ich noch ein Mond. Oh, da muss das noch weg. Komm mal her. Du musst weg. Fichtenstumpf, Fichtenstumpf, zack. Stumpfer Fichtenstumpf. Ich glaube, der geht gerade so noch. Und der hier, glaube ich, geht auch gerade noch. Glauben wir es nicht wissen, wir probieren es aus. Zack. 2. Rechtsklick, abreißen. So. Dann sieht man es wenigstens schön. Ich will nichts bauen. Ich will ein Häuslein, ein Feld. Ein Feld. So. Jetzt.
So, hier und hier. Das dürfte jetzt genau knapp 1 sein. Das war zu viel. Jetzt, jetzt passt es hin. Gut. So. 13, 10 mal 5. Zack. Sehr schön. Cool. Da müssen jetzt leider die Büsche weichen mit den Bären. Aber wisst ihr was? Das ist egal. Wir haben eh so viel von dem Zeug. Genau, doch. Wir machen das. Wir machen das jetzt. Zack, zack. Hier ebenfalls ein 5x10er. Mal gucken, ob die das überhaupt hinbekommen. 5x10. Die zwei werden jetzt noch Hafer. Und wir haben noch 200 Flachskörner. Und das Flachs ist, glaube ich, auch noch nicht gesät. Ein bisschen was kann man noch säen, aber nicht mehr viel. Das heißt, wir könnten es uns sogar noch leisten, zwei Flachs zu bauen. Genau. Gut. Dann nochmal. So. Komm, geh durch. Noch ein Feld, noch ein Feld. So ungefähr. Wie mal Daumen, wie es mir gefällt. So. 9. 9. 10. 10 mal 5. Komm. Zack. Jo, Durst hat er, der Bub. Das ist okay. Du darfst Durst haben. So, dann haben wir hier jetzt unsere Felder. 4 Stück noch. Wir machen noch schnell Management. Die unteren 2 werden zu Haferfeldern. Hafer, 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 Hafer. Schön. Gefällt mir gut. Dann hier ebenfalls Hafer. Die Hybride was zu futtern, ne? Und Wachs. Wachsen die. Ist ja nicht so, als wenn wir da. Was? Als wenn wir da nichts hätten. Auf Wachs. Aber der bringt halt einfach am meisten Geld, muss man sagen. Durch das Korn, das man verkaufen kann und durch die Flachshalme, die man zu Leinengewebe verarbeiten kann, ist das schon gigantisch. So, dann können die jetzt hier mal werkeln. Ich trinke mir mal was. Werd dann in die Nacht verschwinden. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Euer Fuchs.